Wenn ihr wisst, was das hier ist und wisst nicht, was das hier ist, dann seid ihr höchstwahrscheinlich nach 2000 geboren. Einige von euch mögen vielleicht wissen, auch wenn sie nach 2000 geboren sind, um was es sich hierbei handelt. Ja, eine Schallplatte, sozusagen eine 80er-Jahre-CD. Aber viele von euch wissen offenbar nicht, um was es sich hierbei handelt. Die Dinger gibt es aus Metall, es gibt sie aus Bakelit, es gibt sie aus Plastik und es gibt auch diese kleinen hier. Hier sehen wir einen YouTuber, der versucht uns seinen neuen Plattenspieler vorzustellen. Offenbar hat er nicht besonders viel Ahnung davon, denn er macht folgenden Fehler. Er legt die Single auf und spielt sie ab. Naja. Ich habe mich bei dieser Szene fast totgelacht, aber war gleichzeitig auch darüber entsetzt, wie wenig einige Leute wirklich davon verstehen, worüber sie reden. Und nein, dieser YouTuber ist kein Einzelfall. Ich habe diesen Fehler schon bei vielen hier auf YouTube gesehen. Ich erkläre euch jetzt, für was diese Dinger sind. Diese Teile hier kommen hier rein. Dann kann sich die Platte drehen, ohne herumzueiern. Wenn man die Platte auflegen würde, ohne dieses Teil, dann würde sie in einer elliptischen Bahn herumkreisen, ihr würdet eure Nadel ruinieren und es würde beschissen klingen. Und ja, da ich kein YouTuber bin, der nur redet, habe ich den Silvercrest Turntable wieder rausgeholt und demonstriere euch mal, ja, was so passiert, wenn man eine Schallplatte auflegt ohne Adapter. Ups, ja, das ist definitiv das Worst-Case-Szenario. So, jetzt habe ich die Scheibe noch ein bisschen besser ausgerichtet und wir schauen, ob es diesmal klappt. So. Stopp! Okay, jetzt habe ich Platte und Plattenspieler wirklich genug gequält. Zeit, dem ein Ende zu machen. Also, jetzt wisst ihr, für was diese Teile hier gut sind. Allerdings, dieser kleine hier, der kommt nicht mit einem Plattenspieler. Der hier, den kann man einzeln kaufen, oder ab und zu wurden sie auch direkt mit der Single geliefert. Denn diese kleinen Teile klippt man einfach hier den Platz und dann bleiben sie schön fest darin. Man kann sie dann mit dem Teil in die Hülle stecken und muss nicht jedes Mal einen Adapter rausholen. Ja, ihr werdet euch jetzt fragen, warum der ganze Aufwand? Warum die Adapter? Warum nicht einfach hergehen und, naja, die Platte gleich mit einem kleinen Loch herstellen, anstatt mit dem großen? Die Antwort dafür ist ganz einfach, denn Singles sind eigentlich hauptsächlich bekannt dafür, dass sie eben in Jukeboxes gespielt werden. Und eine Jukebox benötigt das große Loch, um die Platte mit ihrem Greifarmmechanismus greifen und wechseln zu können. So, nun wisst ihr auch, wenn ihr nach 2000 geboren seid, was das hier ist und könnt mitreden, ohne wie ein Idiot dazustehen. Und da das Video ja sonst zu kurz wäre, zeige ich euch jetzt noch schnell, wie ihr eine normale Platte mit Adapter abspielt. Einfach auflegen, fertig. Wie ihr seht, läuft sie viel ruhiger, die Nadel springt nicht runter und sie klingt auch besser. Und für diejenigen, die es wirklich interessiert, demonstriere ich hier nochmal kurz anhand eines Blattpapiers und einer Platte, was passiert, wenn man die Platte eben ohne Adapter abspielt. Wie man sieht, eiert sie herum und läuft schön rund mit Adapter. So soll es sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ende.